gültig des Linz an. Der Drittligist ist die Sensationsmannschaft im Fußballcup. Nach dem Erfolg über den LASK gewannen die Blau-Weißen auch ihr Zweitrundenmatch gegen Kapfenberg und zogen ins Achtelfinale ein. Die Fans, die sind begeistert. 2000 Zuschauer feiern den Cup-Erfolg der Blau-Weißen auf der Gugel. 10-mal mehr als beim letzten Heimspiel des LASK. Blau-Weiß hat Schwarz-Weiß den Rang abgelaufen. Wer ist die Nummer 1 im Linzer Fußball? Blau-Weiß Linz, ganz klar. Hat der LASK noch eine Chance, jemals heranzukommen? Bis Ausschau zur Zeit nicht wirklich. Die Nummer 1 in Linz sind, glaube ich, wenn man vom Bashing absieht, schon wir. Wir, glaube ich, spielen noch den besseren Fußball, das hat man auch im Derby gesehen. Und ich glaube, es ist ganz gut so. Im Linzer Stadion fühlen sich die Blau-Weißen sichtlich wohl. Dort hat der Nachfolgeverein des SK Vöst in der ersten Cuprunde den LASK besiegt. Und auch gegen Kapfenberg gewinnt Blau-Weiß mit 3:1. Die Mannschaft aus der dritten Liga ist nun seit 7 Spielen ungeschlagen. Wir haben 3 Tore gemacht, wir haben vielleicht nicht so frisch gespielt, so wie gegen LASK, aber wir haben verdient gewonnen. Ich muss Mannschaft gratulieren. Im Achtelfinale des Fußballcups wünscht sich der FC Blau-Weiß Linz einen richtig großen Gegner.